Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von Piep Fein, Grafikerin und Illustratorin, und neulich riefen die Posca-Stifte nach mir. Sie schrien: Sandra, Sandra, male mit uns! Hast du uns vergessen? Wir gehören auf die großen Leinwände! Natürlich muss ich diesem Flehen nachgehen und deshalb habe ich eine kleine Leinwand bemalt. Schaut sie euch an, ist sie nicht schön geworden? Sehr und ach nee, ah, ihr könnt die gar nicht sehen. Ah, aber da habe ich eine Idee für euch. Ich zeige euch nämlich jetzt das Video, wie diese Leinwand entstanden ist, und dann könnt ihr auch sehen, was ich gemalt habe. Also viel Spaß beim Video und los geht's! Noch bevor es mit den Posca-Stiften bunt wird, skizziere ich den Tiger auf der Leinwand erst einmal vor. Leinwand? Das ist ein Malkarton, Sandra. Ist okay. Ich kann aber auch Leinwandplatte sagen, denn für jedes Ding haben wir in Deutschland ja mindestens 500 Wörter zur Auswahl, ne? Gut. Also weiter im Text. Ich skizziere also erstmal meinen Tiger auf der Malwand, dem Leinkarton, also den Leinwandplatte. Und wenn ihr mehr zu den Posca-Stiften erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal in eins meiner älteren Videos, was ich euch hier mal verlinke. Da zeige ich euch nämlich, was es bei den Posca-Stiften zu beachten gibt und welche Größen und welche Vielfalt es von denen gibt. So, und nachdem ihr mein altes Video geschaut habt oder schon alles über Posca-Stifte wisst oder es euch auch einfach egal ist, kann es losgehen mit dem Ausmalen. Da ich dank Video-Editing-Skills die Farben in Lichtgeschwindigkeit habe aussuchen können, geht es jetzt, ja, wie schon mehrfach erwähnt, endlich ans Ausmalen. Ich beginne mit einem Hellblau. Und ich habe mich früher immer gewundert, warum Leute mit Posca-Stiften Schwierigkeiten kriegen, dass die immer gerne einen Klecks auf die Leinwand machen. Machen meine jetzt auch. Ich denke mal, das liegt daran, dass die länger gelegen haben und schon länger aktiviert wurden. Ja, also wenn ihr also schüttelt und pumpt und schüttelt und pumpt, pumpt entweder nicht auf eurer zu malenden Fläche, sondern auf eurem Stück Schmierpapier, oder aber so mittig in der Fläche, dass ihr die auslaufende Farbe noch nutzen könnt und euch euer Bild nicht versaut. Das Orange, mit dem ich den Tiger ausgemalt habe, ist eigentlich ein richtig cooles Neon-Orange. Leider kommt das auf der Kamera gar nicht so gut rüber. Aber ich habe später noch eine super Idee, wie ich euch es trotzdem zeigen kann. Also seid gespannt aufs Endergebnis. Hier könnt ihr sehr schön sehen, wie viel Farbe austreten kann, wenn die Posca-Stifte beim Pumpen auslaufen. Und natürlich sind diese Farben sehr deckend und wir können so einen Fehler ausbessern. Aber es macht natürlich mehr Arbeit, wir verbrauchen mehr Material, und wenn man Posca-Stifte zu dick aufeinander aufträgt, kann es passieren, dass die Farbe irgendwann doch
ganz fein einreißt. Deshalb passt besser gleich auf, wenn ihr auch mit Posca-Stiften arbeitet, die schon eine Weile rumlagen. Ich kann nicht pfeifen. Ich habe alles gegeben, um euch einen schönen Sound zu geben. Oh, nein, lassen wir das. Ist ja auch egal, denn ich wollte euch eigentlich etwas über die Posca-Stifte erzählen. Die sind nämlich deckend. Das heißt, wir können mit einem hellen Farbton später auf einen dunklen malen und zum Schluss noch Highlights setzen oder bestimmte Elemente ausbessern. Und das finde ich auch so cool an der Arbeit mit den Posca-Stiften. Und während ich so Tiger, Pflanzen im Wechsel malte, kam ich auf die glorreiche Idee, dass die Sonne hinter dem Tiger Gold werden muss. Und natürlich gibt es auch goldene Posca-Stifte, aber die habe ich nicht. Also noch nicht. Denn ich habe den besten goldenen Stift des Universums. Und zwar den Pentouch von Sakura. Ich liebe den so sehr, dass dieses Bild wohl sein letztes war. Aber zum Glück hat er ja auch noch Geschwister und Tanten und Onkels, sodass ich mir einen Stift nachkaufen kann und ihr könnt euch solche Stifte natürlich auch kaufen. Gibt ja genug davon. Ich wollte nochmal anmerken, dass es übrigens keine Werbung ist. Ich werde von keinem dieser Hersteller bezahlt. Ich arbeite einfach nur sehr gerne mit ihnen und zeige euch, wie ich mit diesen Stiften arbeite. Nachdem die eher meditative Ausmalzeit nun vorbei ist, geht's ans Feintuning und an die Konturen. Und das macht mir bei den Posca-Stiften immer besonders viel Spaß, denn beim Ausmalen der Flächen arbeitet man immer mehr aufs Ziel hin, aber durch die Zugabe der Konturen wird auf einmal sehr schnell ein richtiges Bild draus. Auf einmal stimmen die Kontraste und man kann richtig erkennen, was es werden soll. Ja, ich liebe diesen Schritt sehr und ich verzichte bei den Konturen gerne auf Schwarz und verwende eine andere Farbe, weil das Bild dadurch nochmal eine ganz andere Dynamik gewinnt. Für die Konturen habe ich diesmal ein dunkles Pink gewählt. Das steht komplementär im Farbkreis dem Grün gegenüber und das wirkt für unser Auge immer sehr interessant und gibt einen schönen Kontrast. In der Seitenansicht meiner Kamera könnt ihr sehen, dass das Gold vom Sakura Pentouch nicht mehr so gut performt hat. Da ich das Bild aber für mich gemalt habe, bin ich fein damit. Mir gefällt das Motiv aber so gut und ich überlege, ob ich daraus nicht noch Postkarten und Sticker machen soll. Denn irgendwann wird mein Shop online gehen. Ich glaube da ganz fest dran. Wir haben
August 2021. Vielleicht gibt es ja noch ein Weihnachtswunder dieses Jahr. Ich kann euch sagen, ich arbeite aktuell nämlich noch mit Hochdruck an anderen Projekten, die mir leider ein bisschen die Zeit für den Shop nehmen. Aber er wird kommen. Trotzdem widmen wir uns jetzt erstmal wieder dem Bild und schauen uns mal die Close-ups an. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder und ich sag wie immer danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat mit diesem süßen Postkartiger, jetzt klappt's, jetzt könnt ihr es sehen, ne? Ah, vielleicht weil wir am Ende des Videos sind. Nun gut, wenn euch dieses Video gefallen hat mit diesem kleinen Tigerchen hier, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das sehr gerne machen. Und wenn ihr dann noch das Glöckchen aktiviert, vergesst ihr auch kein Video mehr von mir. Bei mir gibt es nämlich jede Woche ein neues Video rund ums Thema Kunst und Malen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche Freitag zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut, ciao und bye.